Jesus erklärt: Dies ist mein Urteil für Europa und Amerika. Russland wird nicht gestoppt werden. 29. November 2022. Worte von Jesus durch Schwester Claire. Gesprochen von Jackie. Claire begann: Während sich die Lage zwischen der Ukraine und Russland weiter zuspitzt, teilt der Herr mit uns, was er tut. Ihr Lieben, schmiegt eure Herzen eng an den Herrn. Lasst euch in seinem Herzen stärken. Wir werden es in den kommenden Monaten brauchen. Jesus begann: Die Lage in Europa ist im Moment sehr angespannt. Überall auf dem Kontinent bereiten sie sich auf Krieg vor. Sie glauben, dass sie sicher sind, wenn sie Russland jetzt aufhalten können. Aber Russland wird sich nicht aufhalten lassen, denn ich habe mein Urteil über diese Länder ausgesprochen aufgrund ihres Götzendienstes und wegen dem Kinderhandel und der Hexerei. Ich werde die dunklen Folterlöcher reinigen, die sich unter ihren schönen Städten voller Fäulnis und Korruption befinden. Russland wird nicht gestoppt werden, bis ich es genutzt habe, um jene Nationen zu bestrafen, die mich verlassen und sich ganz dem Teufel verschrieben haben. Dies ist mein letztes Wort an Sie. Es gibt Nester mit wahren Christen, die ich aus dem Chaos befreien werde, das auf sie zukommt. Ich werde barmherzig sein mit meinen Treuen, die beten und die Verlorenen hochheben, damit sie erlöst werden. Selbst mitten im Kugelhagel auf dem Schlachtfeld. Ich werde viele bewahren, aber es wird auch viele Märtyrer geben. Claire, was danach kommt, werden sie nicht durchleben müssen. Herr, bitte, lass sie kein Nervengas einsetzen. Das ist so furchtbar. Bitte, verhindere das. Es wird Plagen geben, aufgrund der vielen Leichen, aber ich werde alles tun, um ihnen das Nervengas zu ersparen. Die Länder, in welchen gläubig gebetet wird, werden weniger leiden, doch die Bösen müssen gereinigt werden, aufgrund der schrecklichen Sünden gegen die Menschheit und besonders gegen die Kinder. Jene, die gläubig sind und Gebetsgruppen bilden, um für jene zu beten, die mich abgelehnt haben, sowie für meine Diener, die ich gesandt habe, um sie auf eine Zeit wie diese vorzubereiten. Diese treuen Fürbitter werden meinen ganz besonderen Schutz haben. Ezekiel sah Nester mit betenden Christen, die auf wundersame Weise bewahrt wurden. Versteht ihr, meine Lieben, dass die Sünde bestraft werden muss, in der Hoffnung, dass sie Buße tun werden und umkehren? Und alle werden den Unterschied zwischen jenen, die beten und mir ergeben sind, und jenen, die mir hartnäckig den Rücken zugedreht haben, erkennen. Lange und hart habe ich gearbeitet, um sie zu erreichen, aber die Hexerei wuchert nur weiter. Deshalb werde ich dem ein Ende bereiten. Es gibt viele unterirdische Tunnel, die völlig zerstört werden, das Schicksal der Männer und Frauen besiegelnd, die den Bösen treu gewesen sind. Ihr wisst, dass Urteil und Strafe nicht meine erste Wahl sind, sondern mein letzter Ausweg. Das gleiche Urteil wird auch Amerika und Israel heimsuchen, aufgrund ihres Glaubensabfalls. Dafür gibt es keine Entschuldigung, außer ihrem sturen Stolz. Ihr kennt meine Liebe und wisst, wie sehr ich mich von ganzem Herzen dafür eingesetzt habe, ihre Schicksale umzudrehen. Aber die Korruption sitzt tief in den Königsfamilien und die Folge dessen ist, es sickert nach unten. Deshalb ist es so wichtig, rein zu bleiben, Claire, denn es gibt viele,
die auf deinen Untergang hoffen. Herr, planst du immer noch, dass Russland nach Europa auch Amerika bezwingen wird? Das ist die festgelegte Reihenfolge, aber Präsident Putin könnte den Zeitpunkt seines Angriffs vorverlegen, wenn Amerika weiterhin schweren Schaden anrichtet. Das ist natürlich genau das, was die dunklen Mächte wollen. Claire, ich kenne das Dilemma, in dem du dich befindest, ja, in dem sich all meine Treuen befinden. Die Frage ist, wann wird der Krieg in Amerika ernsthaft beginnen? Ich kann dir das nicht vorhersagen, Geliebte meines Herzens, es hängt so viel vom Gebet ab. Davon, wie viele, wie intensiv und wie lange beten. Aber ich kann dir sagen, dass der Vater ihnen das nicht antun will, dass es ihm widerstrebt, auf diese Weise zu strafen, aber es gibt keine andere Wahl. Deshalb bitten wir um so viel Gebet. Wir wollen, dass dies auf eine bessere Art und Weise abläuft, so dass alle übereinstimmen. Krieg ist eine schreckliche Sache. Viele verlieren ihre Seelen, weil sie sich Freiheiten nehmen, um ihren Leidenschaften auf Kosten der Armen und Gläubigen zu frönen. Sie werden die schwerste Strafe in der Hölle empfangen. Aber jene, die aufrichtig sind und keinen Vorteil daraus ziehen, werden belohnt und auf besondere Weise beschützt werden. Eure Aufgabe ist es jetzt, fleißig zu beten, damit die Soldaten zurückgehalten und Opfer vor unmenschlichen Handlungen geschützt werden. Fasst Mut, Geliebte, diese Reinigung der Erde muss jetzt vor dem Millennium geschehen, damit wir neu beginnen können. Die Erde wird brennen und die meisten, wenn nicht alle bösen Vorrichtungen, werden in Vorbereitung auf das Millennium zerstört werden. Es gibt kein besseres Gebet als das göttliche Barmherzigkeitsgebet. Aber ihr müsst es mit einem Herzen voller Mitgefühl beten. Versetzt euch in ihre Lage und stellt euch vor, dass ihr an einem Tag produktiv und glücklich seid mit allem, wofür ihr jahrelang gearbeitet habt. Und am nächsten Tag seid ihr ein Flüchtling, da hinter euch alles zerstört ist. Stellt euch das vor und ihr werdet sehen, was ihnen bevorsteht.